Was geht YouTube? Lotz mal wieder zurück aus der Welt von Green Hell. Drachensang Online. Aus der Welt von Drachensang Online mit dabei ist natürlich wie immer. Ja, der ganz so ein Flashback. Alter, der mittendrin, Alter, irgendwas rufen muss. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Nein, mit dabei ist natürlich der Nico. Wie immer. Moin Meister. Moin Meister. So, und unsere Hütte geht schon langsam voran. Also läuft langsam. So nenne ich auch die Folge. Läuft langsam. Die Folge nenne ich einfach runter, aber läuft langsam. So, ja, bergab, aber läuft. So, und dann einfach mal ein Palmdach drauf, genau. Wenn nicht, mach mal Bananenblätter, weil die hatten wir hier überall liegen. Oder auch nicht. Sind einfach weg, Digga. Sind einfach verschwunden, Digga. Okay, pass auf, hier sind... Warte mal, das zählt, glaube ich. Ah, oh mein... Oh, hatte ich Glück. Oh mein Gott, hatte ich Glück. Du scheiß Mistvieh, Alter. Dich töte ich jetzt. Diese scheiß Schlange, die da alles spawnt an dieser einen Stelle. Holy shit. Holy McCauley. So, Speer nehmen. So, das hier sind, glaube ich, Palmblätter. So, abbauen. Wir haben noch in der Base noch welche liegen, oder nicht? Nö. Wenn nicht, verrotten die halt, ne? Also, die werden ja so zum... Dann kannst du die eh nicht mehr nehmen. Du kannst sie dann nehmen für Lagerfeueranzünder. Ja, richtig, aber mehr auch nicht. Hier ist wieder... Mehr auch nicht, ja. Ist ja nur Lagerfeuer, Bruder. Ja, ist so. Scheiß auf Lagerfeuer, Digga. Hast du jetzt überhaupt schon Palmblätter geholt? Nö, hat er nicht. Muss mir eine Axt bauen, Digga. Braucht eine Liliane. Ey, die Dinger wachsen aber nah. Sehr gut. Hast du schon den Bananenbaum gesehen? Guck mal, wie geil der gewachsen ist. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, hey, ich sehe ihn gar nicht, Digga. Ich will hier irgendwas erzählen von, guck mal, wie geil der gewachsen ist, Digga. Man sieht gar nichts. Ich sehe ja gar nichts. So. Okay. Das Palmdach wird natürlich direkt ersetzt, sobald, ja, sobald wir Asche haben. Okay, nice. Asche. Ey, warte mal, da können wir ja jetzt speichern, ne? Erstmal brauche ich hier was zu essen, sonst verrecke ich gleich, Digga. Speichern. So, da, ja. Gut, Lagerfeuer wieder anmachen. Mache ich kurz, zack, zack. Und dann reiße ich die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. So. Zack, zack, Digga. Och nein, nicht schon wieder so eine Dreckswunde, Alter. Oh, an deinem Bein. Oha! So eine mit Maden? Ja. Arm auch, Alter. Wieso krieg ich die Scheiße immer, Digga? Fleisch gekocht essen. Nice. Ich weiß gar nicht, warum du die bekommst. Ich weiß auch gar nicht, wie man die bekommt. Ja, vielleicht will ich was machen, aber was? Ja, oh komm, Digga, halt auf da mal. Ich hab noch nicht mal, ich muss jetzt pennen, ich habe nicht mal mehr Energie zum Springen, Digga, ich kipp gleich um. Ey, du leckst übel gerade bei mir, ne? Ja, okay, jetzt. Ja, bester Host, was? Ey, die Krabbe ist ja noch da in der Luft. Okay. Junge, du gehst jetzt pennen. Wieso denn? Wie viel Uhr haben wir denn? 9:32 Uhr. Du gehst jetzt pennen. Alter, was? Ja, weil ich fast schon sterbe. Ja. Was machst du auch scheiße, Digga? Kannst einfach nicht überleben, Digga. Bist voll schlecht im Jungle. Alles klar. Können wir jetzt aufstehen, ja, ne? Danke. Gott sei Dank. Bruder, was brauchst du denn? Leben brauche ich. Und ein Mate, der mir hilft, wenn ich angegriffen werde, Digga. Wäre auch nicht schlecht. Ja, wie soll ich denn helfen, wenn ich die Gegner nicht sehe, Digga? Bester Mann, Digga. Einfach mal in die Luft hauen, Digga. Einfach mal in die Luft hauen. Man weiß ja nicht, ob es funktioniert, aber einfach mal in die Luft hauen. Oha, was hast du da alles? Du lässt es... Hallo? Fräulein? Weg? Husch? Er kommt direkt, Geier, hol dir doch deinen eigenen Scheiß, ohne Spaß. Ja, ich weiß nicht, warum du das rausschmeißt. Oh, was hast du da? Oh. Ja, ich weiß ja nicht, warum du das rausschmeißt. Wie so ein Affe. Oh. So, warte mal, die Hütte kann man jetzt wegmachen. Na, lass sie doch. Nein, die kommt da weg. Achso, du musst aber speichern hier oben dann an diesem Kack, ne? Speichern wir für dich. Nein, nicht den Baum! Nein, mach den nicht! Warum nicht? Oh, da waren die richtig geilen Früchte dran. Scheiße. Du hast ja am Arm ja auch eine Wunde. Bruder, ich hab hier eine Wunde! Hey, Digga, wo bist du reingelaufen, Digga? Ja, was keine Ahnung, Digga. Was weiß ich. Was hat der gemacht, Digga? Das eine Fleisch ist fertig, ess das. Ja, jetzt warte ich gespeichert, Alter. Wenn es überhaupt was bringt, ist scheiß speichern. Oh ja, du hast gespeichert. Speichervorgang steht bei mir oben. Ah, erstmal die Hütte hauen, ja, mein. Spiel speichern, ey, warte erstmal die Mitte. Ja, aber ist auch dumm, dass man klicken muss für speichern, ohne Spaß, Mann. Ja, ich muss eh drücken. Ja, ich muss eh drücken und dann ja. Ja, echt, lol. Die eine Krabbe ist jetzt auch fertig. Bist du sicher, dass du speichern willst? Nee, ich will löschen, weißt du, gar keinen Bock mehr aufs Game, Alter, was mich abfuckt. Ja. Was ist das für eine Frage? Nee, achso, speichern? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Hab mich verklickt, Digga. Speichern ist scheiße. Wollte man nicht. Wer will schon speichern, Digga? Digga, speichern ist was für ein Loser. Ja, ist so. Wir ist spielen so das Game auf Hard Mode. Ist so. Wir sind einfach der real shit, Digga. So, jetzt habe ich mich gewaschen, die Wunde ist eh nicht weg, Bruder. Man kennt die, Digga, man kennt die. Einfach der Hübsche. Einfach der Hübsche, Maschallah. Einfach der Hübsche, Maschallah, einfach der Hübsche. Maschallah, so. Bitte ist abgerissen.
Die Blätter liegen mir hier irgendwie im Weg, deswegen kommen sie dahin. So. Die Asche ist auch gleich fertig. Fertig ist sie. Fertig. Einfach fertig mit dem Leben. Digga, wie viele lange Stöcke ich hier habe, Alter. Voll geil. Voll geil, diese langen Stöcke, Alter. Voll geil. Hm. Hast du Pilze, damit ich trinken kann? Oder haben wir oben ein Trinken in den Kokosnüssen? Ich habe Pilze, aber ich weiß nicht, ob die Dings machen. Haben wir oben Wasser in den Kokosnüssen? Ich guck mal. Ja. Ja, ja, sind alle voll. Wie viel Wasser habe ich denn? Okay, eine trinke ich. Gut, ich brauche halt komplett, ne? Ich brauche 10 Stück davon. Ja, nimm, Digga. Ist alles noch da. So. So, einmal hier wieder rüber. Für die Leute, die sich fragen gerade, was hat er vor, werde ich euch kochen sagen. Plus 1, alles klar, Digga. Ja, ich bin hier ganze Zeit am Kochen, Digga. Auf entspannt. Ich bin dieser Familienmensch, weißt du, wie ich meine? Ich brauche was zu trinken. Ja, habe ich verstanden, oder? Ich komme. So. Jetzt geht das nämlich auch. Das ist mega nice. So, das geht noch nicht. Ist klar. Habe ich Pilze dabei oder habe ich die alle rausgetroffen? Nee, hier ist noch was dort, noch zerstört. So. Moment, das kommt dann dahin. Weil Palmblatt ist jetzt voll verpackt. Warte mal, Seile. Hat hier nicht irgendwas Seile gebraucht? Nee, damit sind wir fertig. Habe ich alle rausgepfeffert. Hier, Lagerfeuerasche. Jawohl. So, Kokosnussbidon leer. Schmutzig. Ach, du hast die hier hingesetzt. Nice. Korrekt. Die sind voll alle, oder? Nee, tatsächlich nicht. Was? For a real it? Ja, da waren die noch waren alle voll, drei. Digga. Nein, da waren aber noch zwei. Ich sag nur was. Hier ist noch dreimal Kohle, nehme ich auch mit. Also hier Kohle. Ist noch eine fertige Krabbe, ne? Oder soll ich? Nee, ich brauch die nicht. Mashallah, wie viele Bananen sind da dran? Ja, übel, ne? Was meinst du jetzt gerade? Wie viel essen du brauchst? Da ist noch eine Krabbe. Also eine Krabbe kannst du da noch essen. Nur mal so als Info. Ach so. Die liegt da noch, bevor sie vergammelt. Essen. Hast du Asche jetzt, oder? Ja, hab ich schon reingetan. Aber uns fehlt dieses Bidon und Wasserdinger waren ja leer. Ja, dann füll doch schnell auf. Ja, warte, ich mache ja gerade andere Sachen, Digga. Was ist der Typ? Digga! So. Wer ist er denn? Fick ihn, Junge, fick ihn! Na, oh, Digga, aber übel, Alter! Marschallah, einfach nicht mehr der Hübsche! Einfach hops genommen, Digga, einfach hops genommen. Ich habe eh das Gefühl, die Tiere sind gar nicht mehr so schreckhaft wie vorher. Vorher, nee, die haben dich, die sind da hinten am Baum gewesen, absolut weggerannt. Halt die hatten so. Gar keinen Bock auf dich, Digga, die haben dich gerochen auf 300 Meter. Und jetzt einfach auf entspannt, Digga. So, hier liegt irgendwas noch im Weg. Ein hinten dran, ein hinten dran. Ja, hier liegt noch was im Weg, deswegen geht das nicht. Hier liegt auch noch das Bett im Weg. Achso, Bidon nein. Wollte ich auffüllen. Nein, das liegt nicht am Bett, das ist der Bidon. Die Kokosnussdinger sind alle voll, ne? Brauchst du nicht. Nee, mein das Bett ist nicht, auch im das Weg. Das ist nicht das Bett, was im Bett im Weg liegt, ne? Doch, das Bett liegt nein. Im Weg, um nebendran das zu tun. Was soll ich. Wo hast du die Bidons hingetan? Ach, die liegen doch da. Lost? Oder? Trink doch diese Scheiße. Oder ich nehm. Warte. Die packst du jetzt da nicht rein. Bruder, hallo, ich muss trinken. Ja, dann trink noch. Hör doch auf Stück. Damit, ich hab doch extra die Bidons gemacht, vier Stück. Vier Stück noch. Ja, ich kann die nicht alle tragen. Oh, ganze vier Stück, Bruder, Marschallah, reicht ja komplett. Ja, wenn nicht, trinkst du hier unten. Ach, Bruder, ich hab extra gefragt und da liegen Bidons. Warum nimmst du die nicht einfach? Ja, nehm ich doch jetzt. Die füllen sich aber nicht. Voll belastend. Ah, da jetzt. So. So. Mein Inventar ist halt so scheiße voll. Jetzt muss ich 100 mal laufen wegen diesen Bidons, Alter. Naja. Ist halt blöd, wir bräuchten eigentlich so einen Weg nach oben und unten. Warum musst du denn 100 mal laufen wegen den Bidons? Hä? Ja, ich kann ja nicht alle mitnehmen, meine Inventar. Ja, dann drop doch was raus, nimm 4 Stück mit und geh runter einmal. Ja, das reicht aber auch. Okay, einmal reicht. Oh Mann. Dude, ich hab extra 4 Stück gemacht, dann droppst du alles raus, nimmst die 4 Bidons rein. Ja, dann legt aber mein Zeug da und vergammelt, Digga. Hab ich gar keinen Bock drauf. Lebensziegelstein, so. Ach. So. Yeah, unser erstes Leben da. Warum hast du eigentlich hier den Eingang gemacht? Ja, weil das unser Eingang ist, Digga. Why? Ja, weil das hier wird alles zu, Digga. Das ist einfach unser Ein- und Ausgang, Digga, hier. Die Stelle. So hab ich mir das gedacht, Digga. Lost. Du dir nicht? Nee, Digga. Nee? Okay, Digga. Okay, dann nee, Digga. Okay, warte Digga. Mal, das muss man auf. Ne, hier kann man auch speichern. Kannst du vielleicht mal rausgehen? Ja, perfekt, kann er nicht. Man kann ihn. Nee, kann ich nicht, weil ich muss erstmal Spiel speichern. So, jetzt kannst du nämlich das da kaputt machen. Genau. Dann kann man. Warte, Digga, ich mach das. Ich seh wieder gar nichts, Alter. Ich hasse diese Dunkelheit, Digga. Perfekt, Digga. Genau so. Ach, machst du mit Eingang nach oben? Ja. Beste ist mit Klettern, Digga. Mit nach da? Nicht nach innen? Ja, du willst doch deine Dinge machen. Ich hab das hier gemacht, hier. Hier, wo ich stehe, die Öffnung.
Weil da ist ja so draußen, weißt du? Ja, genau. Da. Ja, machen wir halt so, mir auch egal. So. Dann kann man nämlich. Warte. Kannst du kurz Lehm holen, weil es regnet gerade, da müssen wir nicht runter Beatons holen. Ah, stimmt, ja. Also. Mach jetzt noch fertig, dann komme ich auch gerade runter. Ja, wir brauchen da beide nur einmal. Boah, ich komme da nicht rein, weil da einfach das Ding im Weg ist, Mann. Ist ja insane. Halten, Lehm nehmen. Ich muss mich auch noch einmal waschen. Warte mal, ich schmeiß mal Lehm weg und wasche mich erst einmal. So, das reicht ja dann. So, fertig. Boah, das Ding ist fertig, lul. Lehm nehmen. Ach, hat's gereicht, oder was? Ja, aber komm trotzdem, wir wollen ja mehr machen. Wir wollen ja trotzdem. Ist ja logisch. Ist ja logisch, so. Jetzt baue ich hier kurz eine Leiter hin, damit wir hoch können. So. Hey, hallo. Ah, jetzt haben wir auch die Lehmschmiede, lul. Nice. Ich hoffe, ihr seht die Schlange nicht. Oh, nein, die ist irgendwie gar nicht mehr da. So, Flusslehm, einmal rein. Bidon leer, Bidon. Wieso füllen sich die Bidons nicht? Digga. Die Bidons füllen sich nicht. Ja, voll scheiße. Ah, warte mal, ich hab noch einen. Achso. Die musst du mitnehmen runter zum Ding. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich hab noch ein volles, aber es fehlt noch ein Lehm. Und ein so ein Ding fehlt noch. Moment. So. Dann esse ich einmal eine Banane und eine Nuss und einen Pilz, weil es kann. So, trinken muss ich. Ja, warte mal dann. Schmutzig, ne. Was wollte ich? Achso, Lehm. Oder hast du jetzt ein Lehm genommen? Oder was ist das für ein Game? Ich speichere, er hält den Speer hoch und ich kann nichts mehr machen. Ah, jetzt Speichervorgang. Meine Fresse, Bug des Rums. Unglaublich. Und wir müssen dann gleich nochmal beide schlafen. So, Sekunde. So. Moment. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt mit der Leiter. So, Lagerfeuer, Asche. Nochmal Kohle. Sammeln. Oh, wie viel lange, Digga? Noch brauchen wir sie ja nicht. So, Lagerfeuer, Asche. So, Bidon rein damit. Ist auch geil, dann werden wir wieder das Wasser brauchen. Hast du noch ein Seil? Eins brauche ich noch. Ja, hab ich. Achso, ich mach. Nice. Geil, Digga. Und jetzt kannst du nämlich diesen hier machen, einen Moment. So sieht das hier oben aus, Digga. Und jetzt kannst du hier oben nochmal draufpacken. Dann machst du hier oben das kannst du richtig Stockwerke machen. Warte, jetzt machen wir. Da, warum? Was ist denn da im Weg, Digga? Kannst du vielleicht mal den Stockwerk machen? Aber das dürfte eigentlich nicht im Weg sein. Ja, doch, irgendwas anderes ist im Weg. Das Blatt vielleicht? Warte mal. Oh, Digga, ich sehe halt gar nicht. Ich seh's mach nicht. Mach jetzt die Gamma hoch, Mann. Nein. Erst geh mir auf die Eier, dass du nix siehst. Ja, dafür muss man halt schlafen gehen, Digga. Lass mal schlafen gehen. Wie viel? Ach, um die Gamma hochzumachen, muss man schlafen. Ah, ja, okay. Nee, ah, generell. Und wenn Nacht ist, ist Nacht, Digga. Da muss man halt schlafen auf Tag, Digga. Auf entspannt. Dann schlafen halt. Egal, geistige Gesundheit, minus 2. Ah, sterbe ich halt mir auch egal, Digga. Und wieso stirbst du? Weil ich mich halt auch mal kümmere, außer meinen Charakter, Digga. Ah, ja, Digga. Okay. Ja, was brauchst du denn eigentlich für deinen Charakter? Alles! Ja, dann sag doch was hier. Ich geb dir ja, was. Du nimmst mir mein Wasser weg für ein Leben, Digga, weil wir leben wichtiger. Hier, nimm mal hier. Ich hab dir jetzt alles Mögliche dahingeschmissen. Mhm. Eisenerz kann ich nehmen, aber die Knochen nicht. Voll interessant. Hä? Ah, jetzt. So. Die Nüsse habe ich hier da auch, ne? Ja, passt so. So, Pilz essen. Essen. So. Okay, Bananen müssten neu gewachsen sein. Ja, sind auch. Nehme ich mal ein paar mit. So, so. So. Brauch mal ein Feuer für Protein, Digga. Ja, dann warte, lass mich auch eins bauen. Oder brauchst du jetzt? Ja, kann ich auch machen, ist egal. Ja, wenn Lehmschmiede, okay. Lehmkohleofen. Bambus-Trockengestell. Sollen wir auch so ein Trockengestell mal bauen? Erstmal ein Lagerfeuer. Hast du das Eisen genommen? Ja, das habe ich gerade genommen. Ach so, ah ja, so ein Ding ist das. Ach so, okay. So. Wo ist denn der Baumstamm? Haben wir keinen mehr. Voll komisch, dass diese Bäume irgendwie nicht nachwachsen, ne? Ach, ich hab einen Egel. Moment. Er hat ja eben gesagt, wo ich schlafen gegangen bin, dass ich einen Egel hab. Ah, da war. Moment. So. Da ist auch noch einer. Gut, hab keine mehr. Ich brauche jetzt auch gleich was zu trinken. Aber noch ist alles easy peasy, lemon squeezy. So. Hier unten ist die Aufschlagstelle. Also ich hoffe, ich bin überhaupt hell genug, wenn das Spiel so dunkel ist, ist meine Kamera meistens dunkel. So. Ich sehe gar nichts. So, wie lange nehmen wir denn wieder auf? 14 Minuten. Auf entspannt, Digga. So. Ach, Digga, wie ich das hasse, dass das bei mir voll ist.
Mein scheiß Inventar. Essen. Diese. Wie macht man denn einen Gürtelpanzer? Warte mal, herstellen. Pass Warum an. Brauchst du einen Gürtelpanzer? Ja, für eine Rüstung. Ah, die ist wichtig. Okay, also ein Gürtelpanzer, zwei Seil. Und was noch? Das ist jetzt die Frage. Kleiner Stock? Drei Seil ist es nicht. Was kann denn. Stein ist es auch nicht. Einfach mal alles Mögliche ausprobieren. Hey, was brauchen wir denn für einen Panzer? Was benutzt man denn noch? Eine Schiene normal. Aus Knochen wahrscheinlich. Du hast doch da Knochen, ne? Ja. Warte mal, dann mache ich so. Herstellen. Seil, Knochenmesser. Ja, wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Okay, Knochen und Gürtelpanzer passt auch auf jeden Fall schon mal nicht. Naja. Hier, den kannst du nehmen, den Gürtelpanzer. Dann haben wir beide einen. Ich habe auch einen. Achso, du hast schon einen, okay. Hey, wie kann man denn daraus was bauen, Digga? Bruder, das ist mir gerade so egal. Guck mal meine Wunden an, Digga. Ich habe komplett andere Probleme als ein scheiß Panzer gerade. Ja, bei mir ist halt das Problem, dass mein Inventar als voll ist. Ja, da leg doch Zeug hin. Ja, das verschwindet, das vergammelt aber, das ganze Zeug. Ja, das Essen vielleicht. Ja. Ja, das Essen juckt ja nicht. Wir haben doch Bananen hier, Digga. Wir haben alles hier. Guck mal meine Lebenspunkte an und deine. Ja, weil ich eine Wunde hab. Nee, zwei. Ha, ganz vergessen, weil ich aber angegriffen werde und du nicht. Ja, ich kümmere mich. Der gute alte Host-Vorteil ist das, Alter. Ich kümmere mich um meinen Körper, Digga. Ah, dein Maul, Digga. Ja, also, ja, ich hab keine Probleme, Digga. Die sehen dich einfach nicht als Gefahr. Ja, weil ich einfach zu gut bin, Digga. Die greifen mich gar nicht an. Die haben Angst vor mir, Bruder. Ah, alles klar, Digga. Ja, die haben Deswegen Angst sehen sie dich nicht als Gefahr, ja, moin. Ja, ist so. Ja, moin, Meister, Digga, moin. Was machst du denn jetzt, Bruder? Was ist das denn? Wo bist du denn? Das haben wir gesehen, so. Jo, als ob das nicht geht, Digga. Lass. Da lag noch ein Palmblatt im Weg. So, Moment. Hä, als ob das nicht geht? Wieso geht das nicht? Das ist ja richtig behindert. Wo ist der die Hütte, die zweite? Das geht nicht, weil die andere noch nicht steht. Das ist wahrscheinlich wegen dem Lagerfeuer, ne? Okay. Hey, was ist denn hier schon wieder? Eisenerz. Federn! Nehme ich alle mit. Sind die von dir, ne? Ach, Lehmmischer funktioniert. Wir müssen mal die Kiste fertig machen, dann können wir da auch was reintun, Alter. Was sind denn antibiotische? Was brauchen wir denn dafür? Lehmziegel, Moment. Feuerbrett. Du hast nicht zufälligerweise gerade ein Feuerbrett? Liegt doch da eins, Digga. Ja, aber ob du eins hast, hab ich schon gefragt. Nein, hab ich nicht. Okay. Gar nichts außer Wunden. Er hat nichts außer Wunden. Ein harter Typ. Im harten Dschungel. So, eins von zwei Dings. Wie, ja, scheiße, warte mal, 18 Minuten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das war's von dieser Episode. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. Wiederschauen und reinkauen. Can you survive on your own?